Im griechischen Thessaloniki haben aufgebrachte Beamte den deutschen Konsul Wolfgang Hölscher Obermeier angegriffen. Sie bewarfen ihn mit Wasserflaschen und Kaffee. Er sollte an einer Konferenz zu deutsch-griechischen Handelsinitiativen teilnehmen. Die Wut der Demonstranten richtete sich ursprünglich gegen den deutschen Sondergesandten für Griechenland, Hans-Joachim Fuchtel, der gesagt hatte, ein deutscher Beamter verrichtet die Arbeit von drei Griechischen. Fuchtel sprach von einem Missverständnis. Viele Griechen machen Deutschland für den starken Spardruck, unter dem sie leiden, verantwortlich. Das Verhältnis ist angespannt. Bei Protesten in Athen gegen die Kürzungen tauchen immer wieder Nazi-Flaggen auf. Viele Demonstranten sehen in der deutschen Kanzlerin Angela Merkel eine Diktatorin und werfen ihr vor, Griechenland kaputt zu machen.